Hallo, willkommen zu einer Küche. Heute machen wir Brokkolisuppe. Wir fangen an jetzt mit Inhalt. Ich habe Olivenöl da, 200 ml Sahne, halbe Liter Gemüsebrühe, Salz und Pfeffer ist schon drin, eine Brokkoli, eine Kartoffel, eine Knoblauch, eine Zwiebel. Können gleich anfangen. Mache Herd 7, 7 hoch, jetzt Olivenöl rein. Ihr könnt da rein, 2-3 Esslöffel mache ich halt da rein. Gut, fertig. So, jetzt schneiden wir den Zwiebel etwas kleiner. Man muss nicht knapp fein schneiden, einfach 4-5 Teilen rein. So, und Brokkoli habe ich schön gewaschen, immer gut waschen. Wenn es geht, auch Wasser drin lassen, Weile. So 20 Minuten mit Essigwasser. Und dann spülen. Und Kartoffeln schneide ich kleine. Dann brauche ich es auch nicht so lang sein zum Kochen. Dann tue ich auch gleich rein. Knoblauch, tun wir 2 teilen, reicht schon, auch rein. So, die tun wir jetzt 4-5 Minuten echt mal anbraten. Danach kommt echt Brokkoli und Wasser rein. So, jetzt kommt Brokkoli rein. So. Die Gemüsebrühe auch rein. So, fertig. Bisschen umrühren noch. Gut, so. Jetzt lasse ich sie. Wenn es kochen anfängt, runterschalten, 20 Minuten kochen. In 20 Minuten sehen wir uns. Bis gleich. So, die 20 Minuten ist jetzt rum. Jetzt können wir sie dann mixen. Fertig. So, jetzt gleich noch Sahne rein. Ich mache nicht alles rein. Wegen, ja, etwas lasse ich wegen Deko zum Teller. Ja. So, man kann ja noch kontrollieren, Salz oder Pfeffer, man kann ja noch nachgießen halt. Gießen? Ja, gießen oder halt reintun, am besten. Oder streuen, ja, so. Okay. Ist ja heiß genug, ne? Man kann ja jetzt schon servieren. Okay, ist fertig. Darf ich halt nicht so. Gut so. Also, ich brauche ja keinen Sahne reintun, sieht ja gut aus. Mach nichts rein. So, fertig. So. Okay. So kann man sie dann servieren. Ich wünsche einen guten Appetit mit Brokkoli super. Bis nächstes Mal, Ahmed. Tschüss. Bitte nicht vergessen, Facebook und Instagram zu gucken.